Das ist ein Spiel namens Mystical Ninja Starring Goemon. Ich möchte diesem Spiel keine Nummer geben, denn ich weiß nicht genau, wann wir es beenden werden. Man sieht das schon, es hat ein bisschen Farbe. Das liegt daran, dass das die Super Game Boy Farbpalette ist. Denn dieses Spiel hat Super Game Boy Unterstützung. Es ist aber auf dem Emulator, aber sagt das dem Don nicht. Und, ja. Wir werden das heute nicht durchspielen, denn das Spiel hat ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar, es ist viel zu schwer. Und zwar nicht wegen dem normalen Gameplay, sondern dieses Spiel, die haben sich gedacht, ey, bei diesem Spiel, Leben brauchen wir nicht. Continues brauchen wir nicht. Was wir brauchen, sind Minispiele. Minispiele, die vor allem nach den Bossen kommen, wo man einen Versuch hat, wenn du es nicht schaffst, Game Over, mach das Level bitte wieder von vorne. Ja? Und diese Level dauern so 20 bis 40 Minuten. Ey, super geil. Und das sind teilweise so Puzzle-Minispiele. Teilweise auch so, die kannst du gar nicht schaffen. Die kannst du nicht schaffen und die gehen auf Zeit. Die sind dann so random, die kannst du in der Zeit nicht schaffen. Und dann musst du von vorne machen. Ey, voll Bock. Ich meine, okay, wir sehen hier, wir haben Passwörter, immerhin. Aber, ganz ehrlich, ich muss die Minigames, die in den hinteren Leveln kommen, muss ich noch hart üben. Ich habe keine Chance. Die ersten zwei Minispiele, ich möchte mich auch gar nicht reinsteigern hier, ne? Die ersten zwei Minispiele sind Button Masher. Ja, ist 100 Meter Lauf. Und, hier, Seil ziehen. Und, ohne Scheiß, wenn du das nicht mit so einem Stift machst, das schaffst du nicht. Das ist so hart. Die wollen Unmenschliches von dir. Zeitlimit gibt's für die Minispiele. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Ich möchte mich auch nicht reinsteigern. Ich muss nur sagen, das Spiel ist so ganz cool, aber die Minispiele, die mandatorisch sind, sind einfach nur dumm. Und dass du da keine mehrfachen Versuche hast. Hey, warum, ey? Yo, Malaria-Jochen. Und yo, Efi. Moin, Freeze. Übrigens, habe ich das schon gesagt? Hab's zum neuen Notebook mit dem Last... Mit dem, was? Mit dem Last... Fight? Ist auch mega gut für Castlevania und Souls-Fans. Mit dem Last Patch. Oder mit was meinst du? Ich hab dich eiskalt ignoriert. Oh nein, tut mir leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Ja, es gibt Passwörter. Wir haben 5 Level. Und wie gesagt, ich wäre froh, wenn wir die ersten beiden schaffen. Last Faith. Okay, ist das auch ein Spiel? Und genau, die ersten beiden Level haben nach dem Boss so den Button Masher. Ja, und das möchte ich mindestens schaffen. Und ja, wir schauen mal, wie es läuft. Ah, das ist wie Castlevania, okay. Wusste ich gar nicht, dass es mittlerweile zu Laptops auch Spiele gibt. Also dazu gibt, meine ich. Moin, SuperNSDE. Ich starte den Timer. Wir haben ja keine Wahl. New Game. Chapter 1. Karakuri Castle. Ja, wir können aus 3 Spielern auswählen. Wobei man sagen muss, die unterscheiden sich auch zum Teil. Also die unterscheiden sich schon sehr. Und in den ersten 3 Leveln musst du jeweils einmal jeden Charakter gespielt haben. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Sasuke nehmen, dann können wir den in der nächsten Stage nicht nehmen. Sasuke ist aber der Beste. Die unterscheiden sich nämlich nur darin, wie weit sie springen können. Und wer gut springen kann, ist der bessere Charakter. Das heißt, zweifellos ist Sasuke der beste Charakter. Gefolgt von Goemon, gefolgt von Ebisumaru. Und jetzt kann ich schon mal spoilern, man sollte sich hier durchlesen, was hier passiert. Es gibt nämlich in der dritten Stage, in der dritten Stage gibt es ein Minispiel, das ist ein Quiz. Und wenn du da verkackst, bist du Game Over. Deswegen lieber mitlesen. Sasuke ist ein Robot Ninja, Goemon ist ein Brave Hero und Ebisumaru ist ein Happy-Go-Lucky with an Appetite.
Ja, Multiple. Weißt du, ein Multiple-Choice-Quiz, ja? Wo du 5 Sekunden hast, dir die Frage durchzulesen, die Frage zu verstehen, die Antworten durchzulesen und die richtige Antwort auszuwählen. Was ja okay wäre. Aber lass mich doch nicht Game Over gehen, wenn ich es nicht richtig mache. Ich vermisse Ja, da kommen wir gleich zu. Die Story kennen wir ja noch nicht. Wir fangen mal mit Sasuke an. Oder Sasuke? Ich weiß es doch nicht. Hier Stage Map. Karakuri Castle. It is the Edo period in Japan. A mysterious group of bandits calling itself the Black Ship Gang appears on a black ship in Greater Edo Harbor. Harbor and begins committing indiscriminate thefts. Their evil, however, will not go unnoticed by these four. Blast that rotten black ship gang. They are committing indiscriminate thefts. This really doesn't sit well with me. Say what you like, but they always stay out on the water. No problem, the Black Ship Gang has another hideout in the hills. A search of it may, das ist wahrscheinlich, reveal a clue to their activities. Okay then, Ebisumaru, Sasuke, we're gonna teach the Black Ship Gang a lesson. Well then, where do we start? Where else? Right here. Okay, noch lebt, Ja, hier sind wir. Wir können springen auf A. Wir können schlagen auf B. Aktuell können wir auch Ninja-Sterne schmeißen, denn wir haben volles Leben. Wie man unten sieht, ST ist mein Leben. Vielen Dank für dein Lurksaw-Solo. Genau, und links unten ist unsere Waffe. Wir haben 10 Ninja-Sterne. Die können wir separat werfen, wenn wir auf Select drücken. Können wir die auswählen. Und wir haben 50 Geld. Yo, Dufti. Was geht? Max Mixler. Ja, es gibt hier so Truhen. Ja, die kann man aufmachen. Und 30 Coins drin. Was wir mit den Coins machen, kann ich noch sagen. Irgendwann. Aber wichtig ist vor allem nicht getroffen zu werden. Denn dann können wir nicht mehr schießen. Dann wird das Spiel ungefähr 10-mal schwerer. Ja, es gibt hier so Gegner, die kann man töten jetzt. Man sollte nicht ins Wasser laufen oder in Abgründe, weil dann startet man am letzten Checkpoint und das ist meistens sehr weit weg. Man hat hier, wenn man Start drückt, so eine Karte, die deckt sich so langsam auf. Da kann man zumindest sehen, wo man schon mal war. Und es gibt solche Clear-Items, die müssen wir in den ersten 3 Stages finden, um die Level abzuschließen. Ich habe mir Notizen gemacht, worauf ich achten muss, in welchen Stages, aber das dauert noch ein bisschen, bis es relevant wird. Ja, Gegner zu töten bringt nichts. Also außer, dass man vielleicht nicht getroffen wird. Aber man kriegt keine Erfahrungspunkte. Die können auch nichts droppen oder so. Das heißt, ey, wenn man die skippen kann, sollte man sie skippen. Man kann auch drüber springen. Das nur schon mal vorweg. Hier, über die sollte man sowieso drüber springen. Chat. Und wir wurden getroffen. Es fängt gut an. Jetzt können wir nicht mehr schießen. Ja, es ist ein bisschen unübersichtlich, weil sehr viel gleich aussieht. Aber wir versuchen mal alles abzuklappern. Und wenn wir sterben sollten, dann wissen wir ja vielleicht den Weg. Ich könnte mir eine Map malen, aber das mache ich, verzichte ich erstmal drauf. Gibt doch hier so nette Leute. The Black Ship Gang steals anything and everything. Do you think they'll steal me? Weiß nicht, bist du hübsch. Have you heard? The Black Ship Gang comes from the Black Ship. Ja, das macht auch irgendwo Sinn. Und Gegner respawn. Wenn man den Raum verlässt. Achso, Moment, ich gehe nochmal hoch. Ich glaube, hier gibt es noch was. Are you a ninja? Does that mean you can cross a river with a stick of bamboo in your mouth? Wir werden es rausfinden, vielleicht. Okay. Man muss dazu sagen... Ey, ein Fehler, ne? Du startest von vorne. Diese Coins und die Shurikens, die man finden kann in diesen Truhen, sind eigentlich belanglos. Wobei, naja, wenn man getroffen wird, sind die schon auch für die Bosse gut, die Shurikens. Aber
Geld bekommt man eigentlich sowieso genug. Geld braucht man nur, um sich zu heilen eigentlich. In Shops, aber das... Ey, was ist das? Fängt gut an, wir haben schon 2 Lebenspunkte verloren. Ich, nur zur Erinnerung, ne? Wenn wir alles Leben verlieren, müssen wir die Stage von vorne starten. Und das will man vermeiden. Denn diese Level sind lang. Diese Gegner splitten sich auf, wenn man sie trifft. Das möchte ich eigentlich nicht machen, weil ich habe keine Schüsse. Wir gehen aber vorbei. Könnt ihr euch vor... Oh, Junge! Dann kann man sich vorstellen, ey, das... Wirklich, du gehst ja voll skillig durch und dann verlierst du in so einem Minispiel und das muss Level von vorne starten. Wie dumm ist das einfach? Naja, ich will mich nicht reinsteigern. Wir haben Spaß. Ja, ich kenne den Weg leider nicht. Ich muss hier ein bisschen rumirren. Shuriken! Ich kann mir nicht vorstellen, dass du völlig skillig durchgehst. Ja, jetzt wo du sagst, ich wurde schon sehr häufig getroffen. Coins. Aber ich gebe mein Bestes. Das ist alles, was ich tun kann. Ey, und geil ist auch, ne, das möchte ich kurz zeigen. Man kann so häufig an Ecken hängen bleiben. Zum Beispiel so. Und so, hier, so würde ich hängen bleiben einfach. Das ist sehr genau, die Steuerung, ja. Da muss man aufpassen. Gerade wenn's, wenn man es eilig hat, bleibt man doch sehr schnell mal hängen. So, da ist wieder eine Truhe. Man muss immer überlegen, ob man die Truhen haben möchte. Wenn man überlegt, dass man halt hier Schaden nehmen kann. Muss man das abwägen? Moin Chili. Ja. Er ist interessant, aber halt auch sehr unfair. Deswegen mal schauen, wie wir vorankommen. Oh fuck. Und sehr monoton auch. So, jetzt sind wir hier im zweiten Stadtgebiet. Die Musik ist ganz cool. Do you suppose there's a white ship gang too? Ist mir eigentlich vollkommen egal. Oh, ich drücke mal einen falschen Knopf, ne? Man sollte B drücken. The bandits have even stolen people's personal household savings. Diese Schlingel. Coins, Coins, Coins. Bam, ey, Doppelkill. Oh, hallo. If you want bamboo, the man with the scar on his face has some. His name is Monjiro. And you can probably find him somewhere in the underground passage. Ja, okay. Hoppa. Yep, spawn in mir. Großer Fan. Okay, hier haben wir einen Shop. Ja, und hier muss man jetzt gut überlegen, ja. Es gibt zum Beispiel Rice Balls. Kriegt man halt ein Energy-Ding wieder. Oder eben so ein Tablett. Dann kriegt man, wird man voll geheilt. Kostet aber 100. Ist schon ziemlich teuer. Oder Shurikens. Das kann ich nicht empfehlen. Das Ding ist, man kann sich hier, wie gesagt, für 100 Coins heilen. Oder in einem Hotel. Die sind aber natürlich nicht so, ja, ne, da muss die, die sind nicht so häufig, kommen die vor, da kostet es nur 20. Ich überlege, ob ich jetzt trotzdem kaufe, weil es, ja, komm. Bamboo ist doch bestimmt Code, was meinst du mit Code?
Ja. Jetzt können wir wieder schießen. Das ist schon wertvoll, ne? Aber ist halt nach dem ersten Treffer direkt weg. Okay, hier geht's direkt weiter. Dann gehen wir mal erstmal woanders hin. Yo, Noobman, was geht? Nicht treffen lassen. Shit, ich muss da wieder zurück, ne? Oh, no! Aber 40 Coins ist nicht schlecht. Coins, Coins, Coins. Achso, nee, ich weiß schon, wo es das Bamboo gibt. Ich kenne das Spiel soweit ganz gut. Deswegen weiß ich auch, dass das sehr, sehr unangenehm wird noch. Das merkt man spätestens beim ersten Minispiel. Das ist so dumm. So, wir sind jetzt hier in der Höhle 2. Hier gibt es ein Live-Upgrade und Bamboo. Das heißt, wir werden gleich ins erste Minispiel starten. Ja, was? Ey, wie dumm, wie unfair einfach. Spawnt doch in hier direkt. Ah, ey, schön, dass sie uns geheilt haben für 100. Hat er lang gehalten. Aber ich ärgere mich nicht. Im Shuriken. Ich glaube, also sobald man eigentlich so eine Truhe auf dem Weg hat, ist das der richtige Weg. Und da sollte man dann erstmal umdrehen. Ja, dann wart ab. Wart ab. Aber ich gebe dir recht, ja, das normale Gameplay ist okay. Das ist nicht das Problem. So, wir bekommen jetzt hier einen weiteren Bubble da unten auf unserer Lebensanzeige mit einem Crystal of Life. Wir werden aber nicht geheilt, das wäre zu einfach. Die werden auch im Passwort mitgespeichert, das heißt, die sollte man schon mitnehmen. So, Leute, seid ihr bereit? Erstes Minispiel. Nach einer Viertelstunde, wenn wir das verlieren, ist die Viertelstunde umsonst gewesen. Denn, Chili, du warst noch nicht da. Diese Minispiele, wenn du die im ersten Versuch verkackst, bist du direkt Game Over. Yeah, Monjiro is my name. So what do you want? What do you want to say? You say you want to borrow bamboo? So you can defeat the Black Ship Gang, you say? You're pretty bold, aren't you? You say I can't let you have it for free, though. You say if you win a little contest against me, then I'll let you borrow it, you say. Here's how it works. Take careful aim and at the numbers passing by. Shoot them with 3 arrows and beat the target value. Ja, wir müssen mit Pfeilen auf Ziele schießen. Wir haben 3 Versuche und müssen eine bestimmte wir müssen 10 Punkte schlagen. Und das Problem ist wirklich, die Dinger zu treffen. Moin, never burn money. Timing is important. UCA button to fire. Okay, here we go. Okay, 3 ist nicht schlecht. Oh, das ist Game Over. Nein! Okay. If that's the best you can do, then you'll never beat me. If you want to try again, then by all means, come on. Es geht? Okay, hier kann man nochmal.
Okay, sorry Leute, dass ich euch so wild gemacht habe, aber hier gibt's. Hier kann man scheinbar nochmal machen. Hier gibt's das. Ey, warum haben die das später nicht gemacht? Ja, Passwörter gibt es, aber nicht nach jedem Spiel, sondern nach jedem Level. Okay, ich habe hier noch nie verloren. Ja, muss ich sagen. Ich habe das halt geübt mit Safe States und hier habe ich nie verloren. Okay, nochmal. Aber normalerweise in den nächsten Spielen ist man Game Over, wenn man verliert. Okay, eins ist schlecht. Zwei ist schlecht. Fünf. Okay, jetzt brauchen wir noch eine 4 oder mehr. Ey, first try. I lost. Therefore, I, Monjiro, give you this bamboo as promised. You receive a bamboo. You will repay me, though. Ey, warum haben die diese Mechanik nicht auch in den anderen Minispielen reingebaut? Dann wäre das Spiel richtig passabel. Aber gut, wir spielen erstmal weiter. Na klar. Fliegt durch mich durch. So, nicht in den Abgrund fallen. Okay. So, hier in diesem Abschnitt gibt es wohl ein Hotel. Da sollten wir uns heilen. Nach Möglichkeit. The Black Ship Gang is the place to be now. I think I'll join them too. Was hier? 5 Shuriken. Mit denen rede ich aber nicht nochmal, falls wir Game Over gehen sollten. The Black Ship Gang, I love sweet beans. By the way, I love... Was? Okay, danke für die Info. I saw how it's done. They have this really big guy who can cross the river in a single stride. Sieht eigentlich ganz nett aus, wie Schachtel, hat mich abgeschreckt. Ja, die sieht ein bisschen billig aus. Da muss ich dir recht geben. The Black Ship Gang comes from across the river and without a ship. How do they do it? Süße Bohnen. Ja, ich glaube, die meinen Jelly Beans, sowas, ja. Oh, nee, das hole ich mir nicht. Das ist mir zu gefährlich. Ich werde ja eh nicht mehr getroffen, von daher alles gut. So, hier ist ein Hotel. Welcome, it's 20 coins per night. Will you stay? Yeah. Please make yourself at home. Erinnert an James Bond 007, ist es? Ja, 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 ein bisschen. Da gebe ich dir recht. Hat mich auch erst daran erinnert. Aber ja, ich würde gerne wirklich positive Dinge über das Spiel berichten. Aber diese Minispiele machen es halt komplett kaputt. So, Miniboss. Ist recht einfach, wenn man eine Fernkampfwaffe hat. So, und hier brauchst du das Bamboo. Wie man sieht, es ist auch hier in den Clear-Items mit drin. Das war kein Cheese, Mega Action Hans. Wir hätten ja auch 30 Shurikens gehabt, ja. Außerdem, wenn ich halt so skillig spiele, dass ich volles Leben habe, dann sei mir das doch auch bitte gegönnt. So, wir sind in Castle 1. Hier gibt es nichts. Doch, nee. Nee, oder? Nee, Moment. Nee, hier gibt's nichts. Nichts Wichtiges zumindest.
Leider hast du kein Skill-Emote. Ja, das hat so seine Gründe auch, aber vielleicht brauche ich eins. Man bräuchte es halt nicht besonders häufig. Ah, jetzt kommen diese Viecher, aber die sind okay, wenn man eine Fernkampfwaffe hat. Aber wenn ich sie skippen kann, skippe ich sie. Bunch Coins. Und die Level sind lang. Ich hab's, kann's nur noch mal erwähnen. Umso frustrierender, wenn man diesen scheiß Minispielen verliert. Glück gehabt. So, hier gibt es nichts. Das ist Castle 2, ne? Ja, hier gibt's nichts. Einfach weiter. Oh. Ich hänge an der Kante. Ah! Jetzt wurde ich getroffen. Ja, das ist denkbar ungünstig, denn es gibt keine, oder? Gibt's noch eine Heilung? Ne, es gibt keine Heilung mehr in diesem Level. Fuck! Ja, jetzt müssen wir halt so auskommen. Mal schauen. Shit. Yo, Lord Helmchen! Prost! Oh, shit. Okay, ja, ich kann die nicht treffen, aber die können mich treffen. Das klingt auf jeden Fall erstmal fair. Das akzeptiere ich natürlich. Ich hoffe, wir kommen überhaupt bis zum Minispiel. Was wurde denn hier aus Zelda geklaut? Das Spiel hat keine Features. Außer, dass man von Raum zu Raum läuft. Achso, und vielleicht, dass man schießen kann, wenn man volles Leben hat. Okay, ja, da bin ich noch bei dir. Ja, die Shurikens kann ich einsetzen. Aber halt, die sollte ich für Bosse aufsparen. So, wir sind in Castle 3. Hier gibt es ein Weapon Upgrade. Das sollten wir uns auch nehmen, denn das ist permanent. Ich hoffe, ich finde es. Hier ist es nicht. Junge, Junge, Junge. Gut, aber das hat ja Zelda nicht erfunden. Aber ich weiß schon, was du meinst. Aber es ist, ich würde das Spiel ungern mit Zelda vergleichen wollen, weil es gibt hier keine Items, keine Dungeons in dem Sinne. Und so, das ist schon ganz anders. So, hier, you found the legendary Kunai! Jetzt haben wir links unten so ein Sternchen an der Waffe. Das heißt, wir machen jetzt doppelten Schaden. Was nicht so wichtig ist eigentlich, denn die meisten Gegner sterben sowieso mit einem Treffer, außer die hier zum Beispiel, aber naja. Haben ist besser als brauchen. An der Stelle, glaube ich, kann man das gut sagen. Er war gut versteckt. Shit! Ach, come on, ey. Das ist dumm. Denn das Minispiel kommt erst nach dem Boss. Den müssen wir schon auch noch schaffen. Wobei, der ist nicht so schwer.
Wir sind jetzt auch schon ganz nah dran. Nach nur 30 Minuten. Also ich schwöre, ich treffe die, ne? In meiner Welt sind die tot. Ja, 26 Minuten, die ich halt nochmal machen darf, wenn ich das Minispiel verkacke. Das ist schon eine saudämliche Mechanik. Kann man nicht anders sagen. Aber ich will jetzt mich gar nicht reinsteigen. Ist okay, ich akzeptiere es. Wir müssen es ja einfach nur durchspielen. Und wenn es 3 Tage dauert, dann dauert es halt 3 Tage. Shuriken! Moin, Blob. Feuer. Okay, wir sind beim Boss, Leute. Halbe Stunde. Ist okay. So, ich muss aber meinen Stift schon mal bereithalten, denn wir müssen gleich mashen, was das Zeug hält. Aber erstmal einen Boss besiegen. Ich glaube, ich schieße zu schnell. Ich glaube, das trifft nicht alles. Oh yeah, einfach no hit, Leute. Ha ha ha, allow me to introduce meinen Stift. Von der Woche noch das Thema, ja, ich habe das aufgegriffen sozusagen. Und hab mir das jetzt hier reinmassiert. Ich gönne mir das jetzt. So, ich bereite mich schon mal vor. So, hahaha. Allow me to introduce myself, you fools. My name is Baron Skull. And I am the boss of the gang everyone's scared of. The Black Ship Gang. You've done well to get this far. But I bet you can't beat these guys in a race. Ey, Fun Fact, ich habe heute Olympic Summer Games auf YouTube hochgeladen. Das ist auch so ein Masher gewesen. So, ich muss mein... Oh Gott, ich muss mich richtig hinsetzen. Okay, los geht's! Rub Horner! Har, har, har! Boah, ich hab... Ey, das geht so in den Arm. Ja, das Race ist so scheiße. Die ganzen Minispiele sind so scheiße. Oh, it's that stinking Baron Skull. Give yourself up. My, my, is that any way to talk to someone you've only just met? Well, whatever. How nice of you to come, without even guessing that this is part of my plan. What? What do you mean by that? Ja, ey, Blub, das ist ja, wäre ja auch gar kein Problem, diese Minispiele, ne? Ich habe das schon häufiger heute gesagt. Wenn du da nicht instant Game Over gehen würdest und das ganze Level von vorne spielen müsstest. Du machst sonntags immer Sport? Ja, Efi, genau das ist es halt. Deswegen bin ich ja schon müde. Ich war ja heute schon Kraftsport machen, weißt du, mein Arm ist müde. This is what I mean. Oh, yeah!
Naja, aber das, ja, aber zumindest mal kommen diese Buttonmasher, Chili, kommen nur zweimal vor. Yeah, is mine now. So long, suckers. Yeah. Nach dem Level easy loot der Rest vom Game? Was meinst du damit? Ich finde die Minispiele, die danach kommen, alle viel schwerer. Nicht alle. Aber da gibt's noch deutlich schwerere. So yeah, was what he was after all along. Damn. Ebisumaru, Sasuke, we're going to rescue, yeah! Porn ist kein Kraftwort. Oh. Das kann nämlich tatsächlich sein, dass sie es eingeben müssen. Ich weiß es nicht. Deswegen fotografiere ich es mir lieber ab, ehrlich gesagt. Kein Bock, das alles zu öffnen. Gut. Ja, ich meine, da wird viel gespeichert. Meine Coins, meine Upgrades, meine Shurikens und so weiter, meine Lebensupgrades und so, das weiß, ja, es muss leider ein bisschen komplexer sein. Chapter 2, The Demon Cave. Ja, jetzt können wir halt Sasuke nicht mehr nehmen, denn den haben wir schon mal genommen. Deswegen nehmen wir jetzt Goemon. Wir müssen eh alle nehmen, von daher ist egal. Demon Cave. Ja, los geht's. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wir müssen erstmal zum Ameisenhügel. Und dort gibt es ein Item. Gut. Ja, der kann jetzt halt nicht so weit springen. Aber er hat das gleiche Lebensupgrade, das der andere hatte. Sasuke? Ja, was habe ich gesagt? Sasuke. Der Sasuke. The Queen Ant is big, strong and can fly too. Oh, save us. Oh, Lord. Sponge Coins. Ja, Maps-Zeichen Blub ist gar nicht mal so schlecht, weil, ja. Ich meine, es gibt halt nicht so viele Items, die wichtig sind. Aber wenn man ein Level immer und immer wieder machen möchte, dann wäre schon schön, wenn man den kürzesten Weg kennt. Das wird Sasuke ausgesprochen? Warum denn? Da ist doch ein U. Was haben die mit dem U gemacht? Sasuke? Oh Gott. Ameisen. Japanisch? Hä, das ist doch Englisch. Guck, das ist doch Englisch. The elder who went to clean out and the ants never returned. Okay, ich bin ruhig. do you suppose he got eaten? Okay, Sasuke. Wir versuchen das jetzt mal uns zu merken. Wir müssen wohl in Fukushima herumwohnen bei der Größe. Oh. Ich glaube, das ist damals noch nicht passiert gewesen. Okay, Sackgasse. Nice. The bomb that the elder was carrying would probably even blow up a cave wall. Bin ich jetzt aber nicht so der größte Fan davon, dass ich hier in der Sackgasse gelaufen bin. Ich möchte nicht getroffen werden, bitte. Immer direkt schießen. Ja, warum sind die so groß, diese Ameisen? Ich verstehe das auch nicht. Ist wahrscheinlich in Japan so. The Ant Army came and destroyed our village. Internet sieht das anders. Wie sieht das, wie wird das da, also wie spricht das Internet das aus? Alles klar, Evi. Oh Mann, ey, meine Stimme. Und ich muss immer so auf husten heute. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Vielleicht soll ich mich nicht so aufregen. Boah, komm schon. Shuriken! Okay, Shuriken brauche ich, denn wir haben halt gar nicht mehr so viel. Wir haben sehr viel verschwendet beim letzten Boss. So, Antel 1.
Ah, siehst du? Ey, vielen Dank, Hans, dass du mir zur Seite springst. I failed. I may as well just blow myself up with this bomb. Eh? Who are you? Yeah. I'm the elder of... Yoste! Yosute Village. What's that? You'll clean out the ants if I give you this bomb? Well, yeah, it should be enough to blow up a stone wall. What? You are on with a mission to destroy the Black Ship Gang. In that case, take the bomb. It's yours. You received the bomb. Easy. Easy Bombe. Moin, Hardy Hans. So, wo sind wir jetzt? Village 2. Hier gibt's ein Hotel. Das brauche ich aber noch nicht. Aber vielleicht gleich. Wer bist du? You want to go to the Demon Cave? The entrance cave is in during the recent earthquake, though. Okay. Ich glaube, das ist ein Shop, oder? Ah, nee, das ist das Hotel. Ja, nee, will ich nicht. Ich habe volles Leben. Come again. Ah, das ist ein Name. Da wird es anders ausgesprochen. So, wo gehen wir hin? Ich weiß es nicht. Wir gehen nach rechts. Hier ist ein Shop. Den brauche ich nicht. Ja, was heißt, den brauche ich nicht? Ne? Ich könnte mir Shuriken kaufen, aber ich kann es auch lassen. The Demon Cave. The Demon Cave is connected to the Cave of Eternity. If you think you've entered that cave, go back the way you came right away. Okay. Ich geh erstmal wieder weg. Yo, Elmo! Was geht? Oh, shit. Okay. There's a terrible demon sleeping deep inside the cave. Or so the elder said a long time ago. So be careful, you don't wake it up. Deutsch Sascha. Ein aufrechter Japaner. Shuriken! Oh, nicht aufstauchen! Okay, wir gehen weiter. Ist mir egal. Das Geld brauche ich nicht. Also eigentlich brauche ich es schon, aber naja, ihr wisst ja, wie es ist. So, Ant Hill 2. Hier gibt es ein Lebensupgrade. Und starke Gegner. Oh, fuck. Ich weiß halt nicht, wo. Das ist doch egal, die Gegner respawnen sowieso. Vielleicht hier? Yes! Crystal of Life! Meine Tante ist auch Crystal. Zufall? Im Super Nintendo sind die Games mega gut. Ja, auf dem Super Nintendo sind die Spiele auf jeden Fall deutlich besser. Das muss man auf jeden Fall sagen. 30 Coins. Wobei, das, was du hier siehst, ist schon ganz okay. Ein bisschen repetitiv, aber grundsätzlich nicht schlecht. Problem liegt ganz woanders. Ein Boss. Ja, was tut das? Okay. Er hat mich getroffen. So eine Scheiße. Warum trifft er mich? Das ist unfair. Das Game kam mit dem N64-Game raus. Wirklich am gleichen Tag. Scheiße. Jetzt bin ich... Oh.
Jetzt kann ich nicht mehr schießen. Naja, gut, wir gehen mal weiter. Vielleicht kriegen wir noch einen, irgendwo einen Laden. Demon Cave 1. Gibt's auch ein Live-Upgrade. Hab 3 Semester Japanisch aus Spaß studiert und meine Freundin haut mich, wenn ich die Namen Sasuke und Asuka falsch ausspreche. Ja, aber ehrlicherweise schlägt doch deine Freundin dich wahrscheinlich so oder so. Zeitgleich. Oh oh. Ja, ist schade, auf dem Super Nintendo gab es ja hier in der Gegend nur eins, ne? Nur den ersten Teil, meine ich. Nee. Shuriken! Okay, die brauchen wir wahrscheinlich jetzt sogar beim Boss, der irgendwann kommt, aber dauert noch ein bisschen. Tja, wo gehen wir lang? Ist eine gute Frage. Ja, Pal, nur einen Teil. Ich fand beim ersten Teil auf dem Super Nintendo fand ich das Pferderennen cool. Da haben wir immer Saufspiele draus gemacht. Wir hatten ja nichts. In Japan waren es 4. Ja, die waren schon gut, ne, glaube ich. Aber die habe ich nie gespielt. Ah, okay, hier ist nichts. Oh! Crystal of Life! Ja, diese ganzen Minispiele, ne? Das ist so ein Vorgänger, so ein Yakuza 2D. Also so ein bisschen so ein Vorgänger mit den Minispielen. Aber das, also ich habe das auch sehr gemocht. Aber ja, Goemon 2 habe ich nicht gespielt. War das auch so oder waren die anders als der erste Teil? Oder waren die nur mehr von dem gleichen? Okay, Coins. Wir werden reich. Ja, gut, die muss man spielen. Blutest du das Schlagen? Er wird ja nicht. Achso, doch, er wird ja geschlagen. Ich weiß, vielleicht sagt er auch die Namen absichtlich falsch manchmal. Das kann man nicht ausschließen. So, hier gibt's nichts. Nee, Moment, ich bin falsch. Nee, aber hier gibt's nichts. Einfach durch. 30 Coins. Ich würde so gern schießen können. Einmal durch. Einmal nach oben. Einmal nach rechts. Einmal weiter. Weiter, 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 weiter. Ja, hier haben wir die Map, ne? Das sieht man. Also man sieht einfach nichts, ne? Man sieht nicht, wo man irgendwie, wo Truhen waren oder so. Man sieht halt nur, wo man schon war. Okay, noch mehr Shuriken. Ah. Wir gehen erstmal einen anderen Weg. Die Musik ist aber schon ein bisschen anstrengend hier, muss ich sagen. 40 Coins. Okay, geht's weiter. Wir gehen weiter. Wir sind jetzt in der Demon Cave 3. Hier gibt's ein Hotel und ein Weapon Upgrade. In der Reihenfolge? Hoffentlich nicht. Shit. Hier geht's irgendwie umständlich weiter. Wir gehen erstmal nach rechts. Oh Gott. Coins. Oh yeah. Coins. Sackgasse. Okay. Können wir das immerhin schon mal ausschließen? Was sollen diese Gegner überhaupt darstellen? Also hier die Ameisen erkennt man ja noch. Aber schon sehr abstrakt. Shuriken! Okay, wir gehen. Ah, Mumien könnte sein. Das
könnte sein. Die halten halt ganz viel aus. Fuck, ist das richtig? Oh! Ah. Das ist das Hotel. Okay, ja, nehmen wir mit. Wir haben eh genug Geld. Wir brauchen es ja für nichts anderes. Guemon ZZZZZ. Disco-Mumien. Ja, die haben echt Cock-Cock-Doodle-Doo. Come again. Die halten so viel aus. Aber ich will jetzt kein Risiko eingehen. Gut, hier waren wir schon, aber wir waren hier unten noch nicht. Tja, keine Ahnung, wir gehen mal nach rechts. Ja, ne, in dem Level ist sie schon hart. Nervig. Okay, the first pipe. Das war das Weapon Upgrade für mich. Wir sind in Demon Cave 4. Aber hier ist der Boss, Leute. Wir sind schon gleich wieder beim Boss. Das kann doch nicht sein! Ah, das ist schlecht. Punchcoins. Weil ja, mit dem Boss kann man normalerweise ganz gut machen, aber nur mit Waffen-Shurikens. Weil die Shurikens, die aus der Waffe kommen, sind doppelt so stark wie die anderen, die man halt hat. Okay, wir bekommen auch hier ganz verdächtig viele. Da ist der Boss. Okay, man kann ihn auch mit Nahkampf machen. So, Leute, das war der Boss, der war schwer. Wir müssen unseren Stift wiederholen, denn es wird gemashed, ja? Und auch hier wieder der Hinweis, für die, die es nicht wissen. Wenn man dieses Minispiel verliert, muss man das Level von vorne starten. Das möchte ich vermeiden. Roar! Next is Tug-O-War. Push the A-Button rapidly. Whichever side pulls the other to the center line wins. Roar! Here we go! Komm schon! Oh, das sah erstmal gar nicht so gut aus. That blasted Baron Skull. Ey, das ist nicht easy. Ey, ohne Hilfsmittel, wie so einem Stift. Ich behaupte, das schafft keiner hier. Auch ich nicht, aber sowas von nicht. Ich hab's probiert. Ich sehe kein Land, aber absolut nix, ey. Ich werde einfach in die Mitte gezogen, das geht so schnell. He's even stolen from villages like this. Where can he have taken yeah? She's not here, that's for sure. Ha, not to worry. The clues she's left will surely lead us straight to their hideout. Ja, dann mach's gerne. Probier's aus, nimm's auf Video und zeig es. You're right. Wenn du Game FAQs anguckst, dann siehst du, die Leute, die da schreiben, die sind sich alle einig. Das kannst du nicht ohne Hilfsmittel schaffen. You're right. Okay then, I won't give up yet. Ich find das Game sympathisch. Ja, solange man nicht stirbt, geht's. So, dritte Level machen wir noch.
Da ist das Minispiel ganz einfach, am Ende zumindest, oder relativ einfach. Aber hier müssen wir das Quiz noch schaffen. So, wir haben leider nur noch Ebisumaru. Oder heißt es dann auch Ebismaru? Keiner weiß es. Wir sind in Galahaba. Da muss ich kurz gucken. Okay. Da gibt's erstmal nichts. Wir sind, glaube ich, in Harbor 1. This is the free port of Gal Harbor. Things may look peaceful, but there are a lot of pirates living in our town. Es ist halt so, die Leute, die sagen einem nichts nichts Sinnvolles. Also eigentlich brauchen wir noch nicht mit denen reden, so. Ich weiß nicht, warum ich das immer mache. Scheiße. Achso, ja, das noch zur kurzen Information. Der kann halt kaum springen. So, also das ist wirklich sehr schwach. Sieht aus wie ein Schweden. Ja, so von den Häusern kommt das schon ein bisschen hin. Shuriken! Ja, wir haben ja Shuriken hier gespart gerade in der Stage. Das ist gut. Aber wir gucken mal, ja, wie das hier läuft. Aber ich muss leider nach diesem Level müssen wir das Spiel wechseln, weil ich die Minigames noch üben muss für den weiteren Verlauf. Diese Minispiele musst du mit Safe States üben. Gar keine andere Chance. Also schon, du hast schon eine andere Chance, aber das hält man nicht lang durch. Aber hier ist die Musik wieder recht gechillt. The prize in this year's quiz contest is really something. Ich hoffe, dass ich das Quiz gut kann. Hier ist nur ein Laden. Haben wir noch nicht. Okay. Ja, auch hier, ne? Wenn man ins Wasser fällt, dann verliert man ein bisschen Leben. Aber man respawnt nicht da, wo man ins Wasser gefallen ist, sondern am Anfang der Stage. Das ist angenehm. Ja, oder irgendwo an der Nordsee, Ostsee, ne? Das ist schon. Das gefällt mir hier auch. Die Musik ist auch sehr passend. Na komm, wir gehen weiter. So, wo sind wir hier? Harbor 2. Oh ja, hier ist das Minispiel. Ich freue mich. Zum Glück ist es relativ früh. Ja, hier ist es nämlich schon. Oder? What's this? So you want to try too? I just entered the quiz contest and won this. It's the sign of the Black Ship Gang and they say that if you have it, you can go to that ship anytime you want. Say what? yeah. Okay. You need to get out to that ship. Makes no difference to me. I know. Humor, an old man. Oh, come on. This'll be easy. I'll ask you 10 multiple choice questions. Get 5 of them right and I'll give this to you. Here's how it works. Wobei, auch hier habe ich noch nie verloren. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man dann Game Over geht. Aber, ja, gucken mal. First, you'll see the question, then will come your choices. Use the cross button to move the cursor. The cross button ist übrigens das Steuerkreuz. To move the cursor to the answer and choose it with the A button. Okay, here we go. So anstrengend, Leute. Ja. Yeah. Ey, das sind nicht mal 5 Sekunden. What footwear? Sandals. What does Monjiro always say? You say! Whoa! What did Monjiro have? Bombe. Nee, war falsch. Bamboo war's. Who or what plagued your suit village, ants? Oh yeah!
Well done, here you are. You received the sign of the Black Ship Gang. Come again whenever you like. Okay, das lief doch nicht schlecht. Aber wie wenig Zeit hat man denn? So, wo sind wir jetzt? Hafen 3, okay. Ja, okay. Item. Oder auch Geld. Ja, es ist eigentlich mehr Reaktionstest, aber du musst halt, also ne, die Frage halt auch erstmal. Ich meine, ja, also ja, im Grunde, aber du musst halt, die Fragen sind halt random. Also in der random Reihenfolge. They say that the Black Ship is directly connected to the Black Ship's Gang's headquarters, and if you have the sign of the Black Ship Gang, you can board the ship anytime. Okay. Ja, das werden wir dann natürlich versuchen. The pirate captain apparently keeps a big pet. Oh Gott. Shoot again. Ich muss immer mich daran erinnern, auf welchem Knopf man springt. Ich vergesse das so häufig. Okay, das ist was. Okay, das ist ein Hotel. Das haben wir aktuell noch nicht nötig. Hm, wir gehen mal auf die andere Seite. Mal gucken, was hier ist. Machen Gilser. Die sind nicht Gilzer. Ich fand die immer früher, ich fand die sehr hübsch. Ich weiß gar nicht, wie die heute aussieht. Vermutlich ein bisschen älter. A word is that the winner of the quiz contest would get the sign of the Black Ship Gang. The winner was a cranky old man though. Was? Das war ich? Bin doch nicht cranky. Oh ja, komm. Ja. Oh, ein Boss. Den kann man cheesen. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es geschafft. Genau, der kann mich nämlich hier nicht treffen. Das geht natürlich nur, wenn man volles Leben hat. Ey, das gönne ich mir. Sieg! Okay, das war schwer. So, und hier geht's zum Schiff. Ja, ganz klar erkenntlich an den Totenköpfen. So, Skull 1-1. Hier gibt's nix. First Try, das war wirklich First Try, ausnahmsweise. Okay, 1-2. Hier ist gibt's ein Lebensupgrade. Das versuche ich zu finden. Ah! Nicht auf mich schießen, Leute. Oh fuck! Wieso sind die durchsichtig? Sind das Quallen? Die sind doch im richtigen Leben nicht durchsichtig, oder? Uah. Shoot again. Ganz schön weiter Weg. Oh, bin ich richtig? Moin, Denryu. Ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Ich gehe nochmal zurück.
Also ich glaube, wir sind hier richtig, will ich damit sagen. Aber ich will woanders hin eigentlich. So viel Weg. Also ob ich nicht gleich getroffen werde. Wir hauen ab. Ey, dann so viele Schwerter an der Wand. Nimm doch mal eins mit. Ja, Pokémon gibt's heute auch noch. Ich habe eine Strategie, beziehungsweise ein Backlog. Ich weiß, was ich heute machen möchte. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ist das die zweite oder dritte? Was meinst du? Session? Oder... was ist denn die zweite oder dritte? Also Spiel gelb. Oh nein, ey, das Level wurde gerade so viel schwerer. Nee, ich habe nur Rot schon gespielt, Blau noch nicht. Genau, aber ich habe mir gestern ein Level 100 Mew geglitscht. Das heißt, ich bin ganz guter Dinge, dass das nicht so schwer wird. Crystal of Life, okay, nice. Richtig frech. Ey, das hat aber voll lang gedauert. Das Setup dafür hat bestimmt 2-3 Stunden gebraucht. Und ich war richtig traurig zwischendurch. Aber ich hab's geschafft. So, was haben wir hier? Skull 1-1? Hä? Komm ich hierher? Nee. Mehr war ich noch nicht. Echt? Sehe ich aus wie ein Pokémon? Weiß ich gar nicht. Wie welches? Jetzt musst du den Witz aber auch zu Ende bringen. Also was würde mir stehen? Okay, hier geht's weiter. Was musst du da wissen? Oh, das ist unangenehm. Ich habe halt keine Waffe, keine gescheite. Oh, Mann. Okay. Was gibt es hier? Shuriken. Ey, das wäre so schön, wenn es in den Kisten auch Leben geben würde. Also Auffüllung. Weil das ist schon halt viel schwerer, wenn man mal getroffen wurde. Aber ich habe auch gerade den schlechtesten Charakter. Das muss man natürlich auch sagen. Kann ich gut ausweichen. Ey, wie lang ist denn dieses... Wie groß ist das Schiff? Es hört nicht auf. Schuriken. Okay, wir haben 99 Schuriken. Ich glaube, mehr können wir nicht haben. Das ist auf jeden Fall... ein Fakt. Vielleicht sollten wir die auch verwenden irgendwann mal. Ah! Gehen einfach weiter. Ach, okay. Shuriken! Okay, ey, das ist. Wir haben genug Geld, wir haben genug Wurfsterne. Wir brauchen eigentlich überhaupt gar keine Kisten mehr. Außer die, die halt coole Upgrades haben. So, das ist One Deck. Hier gibt es Waffen-Upgrade. Ich weiß aber nicht wo. Aber ich hätte es gerne. Wobei, eigentlich ist es egal. Weil wir müssen den Typ nämlich nie wieder nehmen. Der ist nur für die Stage. Fan of Heaven. Das ist er. Ja, weil... in den letzten zwei Stages kann man frei entscheiden, welchen Spieler man nimmt. Und dann nehme ich natürlich den, der am besten springen kann. Das wäre ja sonst ziemlich dämlich.
Aber gut, wir suchen den Boss. Kann der da drüber laufen? Oh, ich auch. Alles klar. So, Geld. Bitte sei Geld. Danke. So, Boss, wo bist du? Hier nicht. Sei Geld. Fuck. Ah, ich glaube, hier ist der Boss. Ja, komm, machen wir mit Shuriken. Die Bosse sind okay vom Schwierigkeitsgrad. Würde ich jetzt gar nicht so sehr auf die Waagschale legen wollen. Blasted! I get you now with my lantern attack. Ich weiß nicht, wann das Minispiel losgeht. Man kann halt nicht Pause drücken, deswegen versuche ich das immer im Vorfeld zu erklären. Das hier ist relativ simpel. Man hat irgendwie so 10 Bilder oder so 10 Laternen und eine passt von der Optik nicht rein und die muss man finden auf Zeit und auswählen und ich glaube, das muss man irgendwie 5-mal hintereinander schaffen oder so. Das ist nicht so schwer, wenn man nicht zu hektisch ist, was ich wahrscheinlich sein werde. One of the... Oh, gut. Eine von 6. Lanterns doesn't belong. Move the cursor to it and hit the A button. Can you do it? Hä? Huh? Probieren's. Okay. Ja, ey, maximal weit entfernt, natürlich. Okay, das ist auch das Einfachste. Get out of here! No challenge at all! I guess the Black Ship Gang wasn't any big deal after all. You said it. Huh? Hey, what's that? Looks like a ship. I get the feeling I might have seen it somewhere. It's getting closer. It can't be. But it's the skull. No way. Who knew they had another one? It's news to me. Okay. Ich mache aber Doppel-Screenshot sozusagen. Okay, ich stoppe den Timer an der Stelle, denn die anderen zwei Stages muss ich noch vorbereiten. Wie gesagt, es macht keinen Sinn, diese Minispiele nicht zu kennen und dann jedes Mal dahin zu rennen, um zu versagen. Das macht keinen Sinn. Deswegen spielen wir dieses Spiel ein andermal weiter. Vermutlich, vielleicht, möglicherweise, ich will es nicht versprechen, aber vielleicht morgen. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Und jetzt wechseln wir noch für ein paar Kämpfchen rüber zu Pokémon Gelb. Das müssen wir weiterspielen. Da müssen wir nämlich unter anderem das Fahrrad holen und den Felsentunnel durchqueren. Das wären so die Aufgaben für heute. Die anderen Minigames sind easy. Finde ich nicht. Aber gut, ist natürlich jedem überlassen, das so zu interpretieren. Im Gegensatz zum ersten, da gebe ich dir recht, Blub. Da gebe ich dir recht. Das Problem beim nächsten Minispiel ist, dass das halt mega random ist. Also je nachdem, wie du Glück hast, wie das Puzzle halt aufgebaut ist, kannst du halt entweder das super schnell lösen oder halt nie, ja, weil du dich irgendwie verzettelst. Und der letzte Boss ist auch schwer. Also ich, den letzten Boss hätte ich jetzt mal als Minigame bezeichnet. Ich finde den auch schwer. Ich muss den noch ein bisschen mehr üben. Genau, deswegen, ich gehe kurz in die Pause.
Oh, komm, Schnaps und Bier. Ja, ey, holt euch Schnaps und Bier. Es wird auf jeden Fall wieder sehr spannend. Bis gleich. Okay. Wir machen weiter mit Mystical Ninja. Und meinem Nemesis-Level. Mal gucken, wie das läuft. Ich habe ein Passwort bekommen im letzten Stream. Läuft der Timer eigentlich? Nein. Das habe ich mir abfotografiert. Das werde ich eingeben. Das ist der Pfeil. Das ist die Bombe. Das ist der Fächer. Das ist die Muschel. Und der Fächer. Und Money! Fächer. Bonsai. Bombe. Ganz viele Kunais. Laterne und ein Shuriken. Yo, Chapter 4. Junge, Junge. Ja, wir sind jetzt in Chapter 4. Das heißt, wir dürfen frei wählen, wen wir nehmen möchten. Und natürlich nehmen wir Sasuke. Denn dieser Charakter kann gut springen. The Black Ship Skull 2. Ja, es geht weiter wie zuvor auch. Ich habe gerade gemerkt, dass ich meine Notizen nicht hier habe. Sollte ich mal aufschlagen. Sicher ist sicher. One deck. Genau, wir haben 90 Shuriken. Wie man sieht. Und ziemlich viel Kohle. Also an Geld sollte es uns nicht mangeln. Davon gehe ich aus. Gehen wir hier runter. Ey, dieses Level ist so geplagt von Minigames, das ist wirklich nicht feierlich. Ich habe für die meisten eine Strategie. Also, was heißt, ja, für die meisten stimmt, aber für eins halt leider nicht. Und, also nicht so richtig. Und, ja, hier, wie lang ist das denn? Hier ist es tatsächlich so, dass, in Minigames failen resultiert in einem Game Over. Okay, wir müssen hier hoch. Wir versuchen nach wie vor alle Life-Upgrades mitzunehmen. Waffen-Upgrades gibt es keine mehr. Da sind wir schon auf Maximum. Und ja, mal gucken, wie es läuft. So, wir sind jetzt auf zwei Deck. Auf zwei Deck gibt es ein Minigame. Also generell gibt es hier in diesem Level keine Upgrades. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Natürlich kann man weiterhin nach Geld und Shuriken suchen. Aber ich denke, beides braucht man nicht. Mehr so wirklich. Shuriken. Das ist eigentlich der kürzeste Weg, eigentlich der beste. Aber ja, es soll jetzt kein Speedrun werden. Wir gucken trotzdem mal so ein bisschen grob rum. Nice. Das ist kein guter Raum. Vielleicht da links schon. Ja, nö. Ja, wie immer gilt natürlich, wenn man volles Leben hat, ist das Spiel deutlich einfacher. Des Schusses wegen, den man nun mal dann hat. Shuriken, jetzt haben wir 99, also... Okay, das ist das erste Minigame. Wir erinnern uns an diesen Boss. Das war der Boss aus dem ersten Level. Allerdings will er uns nicht bekämpfen, er will uns nur eine Frage stellen. Naja, beziehungsweise eine Aufgabe geben. Hihihi, this time you are done for. The name of the game is Concentration. We play it like this. Turn over two cards at a time. If you find all the ones that match, you win. Hihi, you get 6 tries. Here we go. Hihi. Ja, es ist Memory. Und ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ganz ehrlich. Memory in so einem Game. Und wenn du es nicht schaffst, bist du Game Over. Es ist nicht ganz so schlimm, weil wir haben jetzt nicht lange gespielt. Aber warum? Okay, wir versuchen es.
Das ist yeah und ein Skull. Aha. Aha. Okay, der war hier. Der war doch hier, oder? Nee. Nein, das war der. Okay, Moment, Moment. Konzentration. Darum geht es. Den hatten wir noch nicht. Okay, das läuft nicht gut. Shit, der war hier, ne? Okay. Oh. Ja, das passiert, wenn man verliert. The End. Das wollte ich nur mal kurz zeigen. Oh, warum, Spiel? Warum? Ey, wenn ich jetzt noch das Passwort noch zusätzlich eingeben muss. Ey, dann mach doch wenigstens Continue. Alter, ey, das... Ey, das kann mir doch... Das ist so schlecht gemacht einfach. Okay, aber diesmal erinnern wir uns, ja. Ey, vor allem bin ich... Ich glaube, das habe ich noch nie nicht geschafft. Aber gut. Diesmal vielleicht einfach weniger reden. Beim Concentration. Und dann klappt das schon irgendwie. So die Idee. Oh, Mann. Ey, das gibt's nicht. Alles klar. Wir starten wieder oben. Diesmal weiß ich den Weg ja, glaube ich, auch halbwegs dann, ne? Wenn ich aufgepasst hätte, dann wüsste ich, dass es hier oben, glaube ich, nicht weitergeht. Ja, man kann ziemlich gut durchlaufen. Okay, und dann hier nämlich geht man quasi nach oben wieder. Nein, doch nicht. Okay, man geht zwei nach unten. Kann man sich ja merken. Dann geht das natürlich sehr schnell. Ich meine, selbst hier getroffen zu werden, ist nicht so schlimm, weil es gibt keinen richtigen Boss in dieser Stage. Oh, guck mal, hier sind wir schon. Alles nur Minigames. So, und dann war sie... Oh, shit. Ich dachte, wir wären schon durch. Ich glaube auch erstmal unten rum, ne? Beziehungsweise, wir sind ja schon... Nee, genau, unten rum. Oh! Ja, ey, fair, einfach fair. Okay. Schade. Naja, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schön, aber auch nicht schlimm. So, wo geht's dann nochmal nach oben? Ich dachte, erst hier nach, ne? Erst noch ein bisschen weiter und dann hoch und links. Das nehmen wir noch mit. Wenn wir schon mal hier sind. So, und dann sind wir wieder hier. Ja, das dauert wirklich nicht so lang. Aber, ja. Geld. Sasuke. Der war doch hier gerade, oder? Der war hier, oder? Scheiße! Wieso bin ich so dumm? Den hatten wir noch nicht. Ja, geil! Was weiß der nicht? Alter! Ey, man könnte natürlich, also es wäre ja kein Cheaten, wenn man sich das aufschreibt, wo die Dinge sind. Das sollte ich vielleicht machen. Ich bin zu blöd für dieses Minispiel offiziell. Ich glaube, das habe ich jetzt bewiesen. Okay.
Das ist echt das leichteste Minispiel von den ganzen, die hier kommen. Geil. So, Speedrun. Okay, das ist wirklich ziemlich einfach, da hinzukommen. Weil in jedem Raum nur ein Gegner ist, der halt schießt und der trifft sowieso nicht, wenn man in Bewegung bleibt. Immerhin. Hier sollte man wahrscheinlich mal schießen. So. Und hier ist unten jetzt, ist ein bisschen unangenehm, deswegen gehen wir lieber so, da haben wir mehr Platz. Gut. Ja, und dann im Grunde das Gleiche. Wie schon zunächst. Ja, ich meine, so gesehen ist es gut, dass man so früh stirbt. Ja, dann kann man halt schnell wieder hinlaufen, aber eigentlich ist es auch dumm. So, jetzt aber. Okay. Geil und yeah. Okay, der war hier. Okay, jetzt haben wir auch ein bisschen Glück. Ja, damit müssen wir das schaffen. Ey, first try einfach. Ey, PB. Oh, ja, jetzt wollte ich noch vorlesen. Habe ich aber nicht gemacht. Wir machen einfach weiter. Ey, ich bin so froh, wenn wir das Level haben, geschafft haben. Wird aber noch ein bisschen dauern. Kann mir nicht vorstellen, dass ich die nächsten zwei Minispiele auf dem ersten Versuch schaffe. Aber wer weiß. Ich kenne auch den Weg hier nicht. Ich laufe einfach in irgendeine Richtung und hoffe, dass es keine Sackgasse wird, denn wie gesagt, hier gibt es nichts, keine Upgrades und so. So schnell durch wie möglich einfach. Vielleicht merke ich mir sogar direkt, wo es lang geht. Das wäre schön. Sackgasse! Aber das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Hier das Gebiet. Ja, okay, zweites Minispiel. es ist simpel, aber ich habe es häufig geübt und ich schaffe es sehr häufig, mich in eine Situation zu bringen, die ich nicht aufgelöst kriege. Es geht darum, einfach alle Felder zum gleichen Bild zu drehen, indem man hin und her springt. Und keine Ahnung, ich bin zu blöd. Ich muss einfach hoffen, dass ich Glück habe. Roar! The next contest is face matching. Match all 9 panels with the one that I throw out before time runs out. Here we go. Ich meine, klar, also wenn es nicht auf Zeit ginge. Aber das ist genau das Problem. Alright. Das ist schlecht. Kann ich jetzt schon sehen. Funktioniert so nicht, glaube ich. Oder? Oh! Okay, wir hatten großes Glück. Es ging einfach durch. Das ist random, wie das anfängt. Und das kann auch durchaus wirklich für mich unlösbar sein. Beaten again. Oh!
Okay, nice, 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 nice. Das war in der Tat meine größte Hürde, meine größte Befürchtung, dass wir da versagen. Ja, keine Ahnung, wo es lang geht. Hier nicht, aber das nehmen wir mit. Schön Schurken, die wir nicht gebrauchen können. Okay. Schurken! Jawohl! Endlich! Beste Leben. Ob. Einfach durch. Okay, hier kann man nochmal dieses Pfeil-Minispiel machen. Muss man aber nicht. Das ist komplett optional. Und ja, das war ja auch das Einzige, wo man noch verlieren darf. Von daher ist auch egal. Und wenn du gewinnst, ist auch egal. Soweit ich weiß. Wir können es ja mal machen. You won't beat me again, you say. For the records, here's the rules, you say. Bla bla bla, ja, das sind die gleichen Regeln. Also wir müssen mindestens 10 Punkte machen mit 3 Schüssen. Und es ist komplett egal, soweit ich weiß, ob man gewinnt. Den nehmen wir nicht. Den nehmen wir. Oh yeah. Einfach 17. Impossible. Not me, no. I will face up to my defeat. You have won. I will leave it to you to defeat the Black Ship Gang. As for me, I will start again. But I will be available whenever you want to have a showdown. Ja. Also komplett sinnbefreit. Aber egal. Ja, und hier ist der Boss. Das Level ist eigentlich gar nicht so lang. Ja, das stimmt schon. So, der Boss ist auch ein Minispiel. Es ist nur ein Minispiel. Und das ist sehr interessant, denn es ist... Ich glaube, ich brauche hier Platz. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Platz. Es ist so. Man muss... Also es tauchen... Es ist so... wie heißt es? Hier, Maulwurf kloppen. Whack-a-Mole. Genau das ist es. Es können zu beliebiger Zeit, an beliebiger Stelle eben solche Gegner auftauchen, die man dann eben töten muss. Und man muss entweder A, B, Start, Select oder eine Richtungstaste drücken, je nachdem. Und das Problem ist, man könnte jetzt sagen, ja, mash doch einfach alles. Und ja, das würde funktionieren zu einem Punkt. Denn es gibt zwar... auch Nieten, die einen Punkt abziehen, aber ultimativ, glaube ich, würde man gewinnen. Das Problem ist, wenn du A, B, Start und Select zeitgleich drückst, resettet sich das Game. Das heißt, du kannst nicht einfach A, B und Start und Select die ganze Zeit drücken, weil irgendwann hast du sie alle gleichzeitig gedrückt. Und dann, ja. Das heißt, meine Strategie, die habe ich im Vorfeld lange geübt, ist, ich werde mit Mittelfinger und Ringfinger werde ich A und B mashen. Also einmal so, also es ist mashen, aber halt einfach die ganze Zeit drücken so. Und dann ist mir es egal, weil dann muss ich da auch nicht mehr hingucken. Dann treffe ich entweder oder ich habe eine Niete, ist mir egal. Aber ich glaube, überwiegend werde ich Punkte machen. Dann werde ich mit dem Zeigefinger versuchen, Start oder Select zu drücken, je nachdem, wo der hochkommt. Und auf den Richtungstasten drücke ich halt mit der linken Hand, mit dem Daumen. Und das ist meine Strategie. Let's go! This time I'll win for sure. The name of the game is Octopus Whacking. The rules are simple. All you have to do is use all the Game Boy buttons to whack the octopi as they come out of their jars. Genau, es geht auf Zeit. Man muss 30 Punkte machen. Und dann hat man gewonnen. Let's go. Beat the minimum score within the time limit to win. Here we go. Okay. Ich muss den Controller hinlegen.
Ich hab gedrückt, ey. Sehr wenig Nieten aktuell unterwegs. Oh, shit. Okay, das ging schnell. Wir machen noch einen Punkt für das gute Gefühl. Yes! Okay, wir müssen nur noch die Zeit ablaufen lassen. Und dann haben wir gewonnen! What was the big deal about? Those guys weren't nothing. Yeah, sure. You were all set to give up in the beginning. Don't talk like that, for yeah, I'll make mincemeat out of them. Will you both knock it off? I can see a strange island off in the distance. What kind of island is that? Oh man, it's giving me the creeps. So that's Skeleton Island. Hang on, just a little longer. Yeah, we'll save you soon enough. Ja, Screenshot reicht. Brauche ich nicht abfotografieren mit meinem Handy. Okay, ey, das war sehr gut. Das war wirklich mein Nemesis-Gegner so. Also mein Nemesis-Level. Final Chapter, Skeleton Island. Wir nehmen natürlich wieder Sasuke. Skeleton Island. So, was habe ich mir aufgeschrieben? Es gibt hier nämlich noch Live-Upgrades, die ich haben möchte, die ich mir aber jedes Mal holen muss natürlich, wenn wir versagen. Das ist nicht so schön. This is the Lonely Lonesome Village. Lonely Lonesome Village. It's rare that we get any visitors aside from the Black Ship Gang. Ja, hier sind wir wieder. In einer Stadt. In einem Dorf. Wir suchen Leben. Wir finden Coins. Das ist natürlich so eine Sache. Auch die schon wieder. Don't go deep inside the island. That's where the Black Ship Gang has its hideout. Na, dann werden wir da wohl erst recht hingehen. Oops. Count Skull sure had a pretty girl with him. Nobody goes in and nobody goes out. That's the fate of Skeleton Island, where the demons sleep. Was ist das? Crystal of Life. Okay, wie gesagt, also hier der Endboss. Ich würde behaupten, ich kann den ganz gut. Aber ja, also ein bisschen Speedrun quasi schon mal lernen ist nicht schlecht, falls wir da wieder hinlaufen müssen. Denn man hat eben nur diesen einen Versuch. Oh, how lonely. Oops, now I'm talking just like Baron Skull. Okay, lass uns weitergehen. So, wo sind wir? Skeleton Island 1. Hier gibt's einen Miniboss. Hier, ne? Okay. Ey, zum Glück haben wir uns dieses Upgrade geholt für unsere Waffe. Das hilft. Ein bisschen. So, wo sind wir hier? Island 2. Hier gibt es ein Hotel und auch ein Lebensupgrade. Das heißt, hier muss ich ein bisschen gucken, wo das ist. Will ich da hin? Oh. An denen nicht vorbei. Okay, das sieht irgendwie auch komisch aus. Geh mal nach oben. Sieht alles komisch aus. Naja, wir gehen mal hier weiter. Das Ding ist, der letzte Boss zieht einem einen halben Punkt Lebensenergie ab. Und das heißt, wenn man noch einen mehr hat,
Kann man halt zwei Treffer mehr aushalten. Das kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Das heißt, es wäre schon gut, den zu haben. Oh, fuck, ey. Ich weiß nicht, wo das ist. Okay, das scheint das Hotel zu sein, von dem alle sprechen. Ja, okay. Erstmal nicht. Wir haben volles Leben. Aber gut zu wissen, dass es hier ist. Und hier ist der Crystal of Life. Okay, nice. Wir sind auf Maximum. Ich hoffe, hier geht es auch direkt weiter. Das wäre nämlich echt schön. Yeah! Okay, sehr, sehr cool. So, wo sind wir? Skeleton Island 3. Hier gibt es einen Shop und einen Miniboss. Ja, gut, ein Shop ist natürlich ganz gut, falls wir nochmal heilen müssen. Aber ansonsten brauchen wir es ja eigentlich nicht unbedingt. Ne? Das heißt, wir gucken mal, wo der Miniboss ist. Das sieht gut aus. Nee, ich dachte, hier wäre er. Basierend auf dem Layout des Raumes. Aber nein. Okay. Dass er hier ist, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Weil er will zu mir. Okay, wenn man halt das Waffen-Upgrade hat, das geht schon ganz gut. Und natürlich die Fernwaffe. To think that Onio was beaten. Baron Skull let Ye out. No way. Ye is my sacrifice. Sacrifice? If I sacrifice a green-haired girl, tonight the demon Karts will awaken. I feel sorry for her, but I will conquer the world with the demon's power. We'll stop you. What's this? Do you mean to fight me? In that case, I'll run away. Goodbye. Yeah. I'm all right. Get after Baron Skull. Take this. Thanks. This will summon impact. You have the conch shell. Kann man das hier sehen? Ja, okay, das ist jetzt ein Clear Item. Ja, damit können wir uns zu so einem großen Roboter machen. Das kennt man aus anderen Goemon-Spielen, gerade auch von Super Nintendo. Und damit kann man den letzten Boss besiegen. Und das versuchen wir auch zu tun, denn wir sind ganz kurz davor, ihm zu begegnen. Denn er ist weggerannt. Aber nicht besonders weit. Denn hier steht er. Er ist in die Ecke getrieben. Und wir versuchen das jetzt. Ja, der Endboss. Ich glaube, wie immer kann man da nicht Pause drücken. Aber es geht im Endeffekt darum, man muss jetzt eben in dieser großen Roboterform, in First-Person-Mode, muss man seinen Roboter wegklatschen. Und der Kampf hat drei Phasen. Man muss in jeder Phase muss man ihn 10-mal treffen. Soweit ich weiß. Denn man macht auch ihm einen halben Energiepunkt Schaden, wenn man trifft. Und ja, 30 Treffer insgesamt. Es ist wirklich nicht so einfach. Man braucht da ein ganz gutes Timing und ein bisschen Glück, dass man trifft. Die erste Phase ist eigentlich noch super easy, aber die zweite und dritte ist schon ein bisschen. Da braucht man schon Übungen, die ich mir im Vorfeld geholt habe. Deswegen bin ich guter Dinge, dass ich da zumindest mal jetzt nicht komplett versage. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12 Energiepunkte. Das heißt, wir können 24 Treffer kassieren. Beim 24. sterben wir. Mal gucken, wie es läuft. Hahaha, so you've made it this far. I don't need the demon's power anymore. Now that we've come to this, I will conquer the world with my own might instead. It's too late to say you're sorry. Say your prayers. Come to me, my ultimate weapon, Skull King. Okay, then we'll have use impact. Und los geht's.
Es wird immer angezeigt, wo der ungefähr auftaucht, aber das ist nur grob und man weiß nicht, wohin er danach verschwindet. Oder kann ich Pause drücken? Nein. So, Mitte. Ist immer Mitte, links oder rechts. Es blinkt zweimal und dann erscheint er irgendwo in der Nähe und geht dann nach links oder rechts weiter. Und wenn du ihn nicht triffst, während er, bevor er wieder runtergeht, verliert man, wird man halt getroffen. Und wie gesagt, die erste Phase ist sehr einfach, aber danach wird es sehr viel schwerer. Ja, das geht zum Beispiel in der zweiten Phase nicht. Da kann man nicht korrigieren. Okay. Erste Phase. Da ist er wieder. So, jetzt wird's schwer. Konzentration. Yes. Spät. Getroffen. Sehr schön. Oh, der war gut. Die Mitte ist schwierig. Finde ich. Links und rechts ist einfacher. Oh ja, als ob ich nicht getroffen hätte. Geh doch mal aus der Mitte weg. Okay, der war wichtig. Für die Moral. Hier aus der Mitte weg. Sehr schön. Okay. Zweite Phase geschafft. Dritte kommt. Da, ich finde, der ist ungefähr identisch zur zweiten Phase. Also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass er nochmal deutlich schneller wird oder so. Einfach konzentriert bleiben und noch 10-mal treffen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, 5. Zweimal in der Mitte getroffen. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir. Yes! Easy. Oh. Oh. Okay, den habe ich ja demoliert. Oh my. Have I lost? Can it be? Well, now that you... now what are you gonna do, Skullface? I'll just have to use my last resort. You're still gonna fight? Strategic withdrawal. I'll get you another time. Er rennt wieder weg. He ran away. What was it with him, anyway? Well, whatever. Well, whatever. All's well that ends well. Yo, ey, time. Okay, das ging jetzt doch ganz schön schnell. And thus, Guaymon and friends thwarted the ambitions of Baron Skull. The terror of the Black Ship Gang faded and life returned to normal in Edo. The end. Huh? What became of Baron Skull, you ask? Well, he just might be waiting for his chance to conquer the world again. In any case, all's well that ends well. Okay, das lief jetzt doch sehr, 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 sehr gut. Credits. Ich habe im Laufe des Tages, das kann ich natürlich offen zugeben, habe ich diese Minigames geübt. Und, dass ich jetzt doch dann irgendwie zweimal bei Memory versagt habe, war ein bisschen peinlich. Aber dieses Spiel, wo man da rumspringt, ey, das habe ich, weiß ich nicht. Das ist wirklich, also für mich ist das Glück. Ich hatte so viele Versuche, wo ich immer in dem gleichen Endbild sozusagen geendet bin und nicht, es war für mich nicht mehr lösbar.
Und hier hatte ich jetzt Glück, dass es im ersten Versuch ein Bildnis war, das ich lösen konnte. Und ja, wie gesagt, das mit dem Wacke-Octopus, das ist halt, da muss jeder für sich eine Strategie finden. Und ich fand diese Drei-Finger-Strategie ganz, ganz gut. Ja. Aber auch da muss man Glück haben, ja, dass natürlich da, wo man gerade ist, nicht so viele Nieten erscheinen. Denn auch das ist random. Und da hatte ich Glück. Und den letzten Boss, den kann man halt eigentlich auch ganz gut üben. Also der ist wirklich gut zu üben, weil da geht es halt nur um Timing. Und wenn man alle Live-Upgrades gesammelt hat, dann hat man natürlich auch einige Treffer frei. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, ey, presented by Konami. Für ein Konami-Spiel, muss ich sagen, ist es nicht so gut. Also jetzt am Ende hat, ja, also Happy End und so. Aber ich bin kein Fan von dem Spiel. Das ist auch sehr, ja, man muss es sagen, es hat nicht viel Tiefgang, ne? Das ist ein bisschen langweilig. Und ey, wenn ihr schon mir ein Game Over gebt bei so einem blöden Minigame, dann gebt mir wenigstens ein Continue von net, dass ich schon mal mein Passwort eingeben muss. Was ist das? Warum, ey? Das ist wirklich komplett gegen den Spieler programmiert worden. Okay, ich kann nichts mehr drücken. Damit ist das Mystical Ninja gewesen. Und damit Spiel 331. Ich bin froh, dass wir es durchhaben. Bis zum nächsten Mal.